Dann können wir doch wir den machen? Ich wollte eigentlich das hier machen, ne? Haben wir viel zu wenig. Ich guck lieber hier direkt erstmal. Also. Station regeneriert langsam Energie, kein Problem. Kryozone, bla, der Blitz. Fokustürme machen wir eigentlich nicht so gerne. Mehr Energie pro Upgrade-Stufe. Wir upgraden unsere Chose da links nicht, ne? Ah, das war viel zu schnell geklickt, ohne nachzudenken. Ärgert mich so ein bisschen. Hast du irgendwas Wichtiges verpasst? Geht. Eigentlich nein. Eigentlich nicht, nö. Vielleicht machen wir dann den doch jetzt halbwegs schnell. Einfach damit er mehr Energie produziert. Ach, der hat wieder den Schild, ey. Falsch rum. Ah, ärgert mich so ein bisschen. Klatschen wir den dahin. Nehmen auch gleich noch hier einen Kollegen dazu. Dann sollte das jetzt erstmal reichen. Das doch nicht wirklich, hä? Ja, ich muss das Ding ersetzen. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Das Ding hier upgraden. Damit es auch noch stunt gleich. Kostet nur 30. Ja, ist nicht schlecht. Ach, ich kann hier nicht weiterbauen eigentlich. Wow, wieso das denn? Eieieiei. Da muss ich gleich nochmal hier hinten ansetzen, ne? Muss irgendwas hinbasteln. Ist das ärgerlich. Was ist das? Was war das über... Preis geht auch runter direkt. Und die Wand korrodiert.
Okay, jetzt kann ich hier wenigstens wieder basteln. Ach, ich kann hier noch keinen Ersatz hinbauen. Oh ja, da war ja was. Ich brauche das instant. Oh, das war schweineteuer, ne? Sag mal! Meine Phrasen, ey. Alter, wir sind sowas von dem Arsch. Gespielt hast, kannst du ein Tränchen in meinen Safe geben, was? Ja, eine Wale im Hinterwelt und ja, die sind doch so. Ja, egal, lassen wir meinen Energies alle. Hallo? Was ist da denn passiert? Wer hat den denn ausgetrunken? Reduzierte Energiekosten der ersten Bestellung. Ach, warte mal. Das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht, ne? Muss mal nur mal gucken, was. Was bestellst du denn da Schönes? Das würde 15 kosten. Ne, 15. Hä? Ich dachte, die erste Bestellung ist günstiger. Aber. Hä? Ach, das kriegst du erst, wenn du es abgeschlossen hast. Jetzt, ja, wieder mal hier. Bisschen dumm im Kopf gewesen. Ja, dass du manchmal so Missionen dabei hast, wo du einfach nichts hinkriegst, ne? Aber gar nichts. Wow, die sind durchgehuscht. Tom, was machst du jetzt? Ah, nichts, gut. Auch nicht schlecht. Nervt mich das. Das Ding upgraden ansonsten, auch wenn da nicht full life dann da ist, ne, aber eieieiei. Alter, regenerieren die krass. Was ist das denn? Mies. Thank you.
Ah, ich weiß, ich sollte... Ah, das ist... Ich dachte... Ja, okay, Plasmaturm und Fokusturm vertauscht. Ach, ich liebe es. Na, wird ja schon wieder nichts. Alter. Meine Fresse. Das Gute ist, wir haben die Corporation. Mal gucken, was das ist. Es sieht sehr drohnenlastig aus. Ich nehme das Radar-Ding. Definitiv das Radar. Breitbandempfänger, scannt mehr Missionen. Okay, nehme ich. Lass mal gucken, was wir hier so an Zeugs haben. Der Umformer fügt Konterschaden zu und wandelt jeglichen erhaltenen Schaden in Energie um. Hat 10 Life. So, was bist du? Drohnenhub. Erschafft Drohnen und lädt sie auf. Die Drohnen musst du kaufen, scheinbar. Der Emittierer fügt allen Gegnern im Umkreis Schaden zu. Ja, dann lass doch erstmal das Ding hier hinbauen. Das kostet dich 10 und im Prinzip, wenn du es... Wenn es kaputt gemacht wird, war es umsonst. So verstehe ich das. Das heißt, da kann man eigentlich so ein paar davon hinbauen und du machst damit eigentlich keinen Verlust. Sieht so aus. Ein Drohnen-Hub-Gedöns. Hub. Eine Mauer kommt auch gleich hin. Ah, und jede Drohne mehr kostet Geld. Weiß nicht, wie das ist, ne? Pro Hit eine Energie, wenn was 3 Damage macht. Da steht nicht pro Hit eine Energie, sondern pro Schaden eine Energie. Und mir wird vorgeworfen, ich lese nicht. Ersetzt jegliches Stellarium mit Ethereum? Hört sich wild an. Okay, gib mir das. Selbstzusammenbau. Also, war auch witzig. Was ist das hier? Ladegeschwindigkeit erhöht. Ja, braucht aber Ethereum. Das Ding. Nachladedauer reduziert. Ja, komm, gib mir das Ding. Versuchen wir da mal irgendwas zu basteln. Gelenkarmroboter verringert die Verzögerung des Drohnenhubs beim Aufladen der Drohnen. Ja. Dann wissen wir versuchen das mit dem Drohnenhub zu regeln. Hier steht, wandelt jeglichen erhaltenen Schaden um und da steht Energie pro erhaltenem Schaden 1. Also ich lese das halt so, dass das dann passen sollte, ne? Vielleicht können wir denen auch noch mehr Leben einhauchen. Im Upgrade-Menü haben wir jetzt natürlich nicht geschaut, ja...
trotzdem hier mal so ein bisschen Sicherheit haben. Und unsere Dinger sind tot. Ich liebe es ja. Meine Fresse, ey. Kann ich gleich neu hinstellen, ne? Ach, ich muss auch noch eine Drohne kaufen, ey. Der macht echt nur ein Damage? Komm schon. Ja, hör auf zu schießen, ey. Leute. Ich liebe es. Wow, unser Drohnenhaber überlebt. Ja, stark, ey. Alter Lachs. Perpetuum Mobile hat ja noch Upgrades. Ja, mal gucken, wie die Upgrades so funktionieren oder nicht funktionieren. Ist ein bisschen schade, dass die nicht mit einer Startdrohne kommen, ne? Ich hätte natürlich direkt das Stellarium nehmen können. Ja, was ist denn dein Upgrade-Gedöns? Es regeneriert. Oh. Okay. Gucken wir mal, ob das irgendwie halbwegs funktioniert, ne? Gegen die durch Strahlung sterben. Wir strahlen doch nicht wirklich. Ja, komm, gib mir das. Ich will wissen, wie viel die Vorräte mehr Energie geben. Ob das wirklich nur eines ist, aber oder mehr. Okay. Dann lass uns damit anfangen. Vielleicht auch wirklich so zwei wieder hinsetzen. Mich immer wieder. Ach, schön, dass die erstmal hier zig Jahre brauchen, um irgendwas zu machen. Hm.
Ach ja, ich muss... Ich hab vergessen, ich muss die aufwerten, damit die regenerieren. Eieieiei. Einmal mit Profis, ne? Nur einmal mit Profis. Wäre so schön. Was, wenn der Umformer korrodiert? Bitte was? Warum? Hä? Die sind so schlecht auch irgendwo, ne? Okay. Reduziert die Ethereum-Kosten aller Wellengeneratoren-Updates. Upgrade zum 2. Die Aufladegeschwindigkeit erhöhen. Was hätten wir hier? Noch mehr Ladegeschwindigkeit. Gib mir den Mopitz. Fünf. Der Gamma-Laser. Ja, Verdichtungsstoß. Oh ja. Den hätte ich schon gerne. Dann können wir auch mit dem Wellengenerator Schaden machen. Okay. Nicht vergessen, das Ding aufzuwerten. Das möchte ich mir auch angucken. Wie viel kostet das zum Aufwerten? 10. Kriegen wir hin. So. Dann regeneriert das Ding wenigstens schon mal. Okay, eine Mauer klingt vernünftig. Dahinter einen Drohnenhub klingt. Naja. Vielleicht auch den Wellengenerator. Und dann das Gedrohne. So, hau raus. Ach, Mission jetzt schon. Alter. No damage gleich Energie. Wenn's heilt, du stehst aber auf dem Schlauch. Was? Was meinst du? Was, wenn der Umformer korrodiert? Ich raff das mit dem Korrodieren nicht. Nach dem Vorrat, der geliefert wurde, platziere ein Umformer an der zufälligen an einer zufälligen Stelle. Okay. Das ist wiederum gar nicht mal so scheiße. Ping, 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 ping. Hm.
Komm, wir machen das. Oh nein. Nein, doch gut, das passt schon. Das ist das Ding hier drüben. Die Anomalie. Okay, wenn wir das hier kriegen, kommt irgendwo so ein Ding. Mal gucken, ob wir das... Nee, das dauert zu lange, ne? Das hat eine zu hohe Lieferzeit. Am Anfang. Das kannst du ja dann machen, ja? Okay, das Ding regeneriert. Dann erhöhen wir mal oder verschnellern wir die Lieferzeit. Da kannst du natürlich jetzt erstmal nicht so viel bauen, ne, wenn da gleich so ein bisschen Zeug kommt. Aber eigentlich... Ja... Warum erstmal nicht, ne? Ah, vielleicht wäre das zu viel Damage frisst. Und kein Damage macht. Ach, das kriegst du genau nicht rein. Mhm. Alright, ich glaube, wir haben das halbwegs. Erstmal am Start. So, was baust du? Was brauchen wir da hin noch hin? Noch so ein Ding. Ja, also erstmal gucken, wo die neuen Teile hinkommen, ne? Ja, das brauchst du gar nicht upgraden. So, eine neue Drohnenstation. Dankeschön. Ja, echt übertreiben hier, ne? Kostet halt jedes Mal 5 mehr. Ah, 35, 35. Gegen die auf die Mauer spucken, hast du x-mal gesehen. Ach so. Das meinst du mit korrodiert? Ich dachte schon, von was denn bitteschön? Sag doch hier... Diese Acid, irgendwas, Säureknödel. Ja, mit. Ja, sehr mies, dass die aufladen müssen. Vielleicht gibt es ja. Drohnen, die sich nicht aufladen müssen. Piu, 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 piu. Oh, ja, ha, na, na. Immer unschlüssig.
Konterschaden wird erhöht. Ja. Einfach 3-1 bekommen. Wenn ein Schild wird. Ich rerolle das. Regeneriert das volle Leben der Station. Ja. Ich verstehe, verstärkt Lieferungen, nachdem diese Station abgegradet wurde. Lieferungsboost 7 Sekunden. Machen wir es einfach mal. Okay, dort zählt nicht, sehe ich gerade. Ich bin mir noch gar ziemlich unschlüssig, was das Ganze hier so angeht, ne? Mit diesen Waffen. Was habe ich hier? Schaltet das Upgrade frei, bla bla bla. Mehr Docks, schnellere Ladegeschwindigkeit. Drohnengeschwindigkeitsboost 200%. Noch mehr Drohnendocks. Aufladung pro Kill. Oh, das heißt, sie könnten rein theoretisch dann Sachen töten und kriegen dann direkt eine Aufladung. Ah, hier hast du die maximale Drohnenladung. Dann sind die länger unterwegs. Also können länger schießen, ne? Klingt schon vernünftig. Ja, ich glaube eher den unteren Weg. Der Emitter. Ah. Toll, zwei Schaden. Wowie. Also ich finde den Emitter absoluten Mumpitz. Lebensregeneration von Gebäuden in Reichweite. Das ist natürlich wieder interessant, aber boah, nee. Dann lieber hier unten rumschleudern und die Drohnen benutzen, ne? Gab keine Energie. Moment, stopp. Okay, das Ding hat Konterschaden, habe weniger Leben. Und das hätte halt mehr Life, ne? Das wäre natürlich auch so eine Sache. Und da kannst du reparieren durch Energie. Ich glaube, wir holen uns mal das Teil. Dann hat es zwar nicht von Anfang an mehr Life, aber. Oh Mann, ich bin mir nicht sicher, ob wir den Boss hinkriegen. Bin mir nicht sicher, ob das klappt. Ist der Emitter angreifbar? Ich glaube schon. Ja, weil der 10 Life hat, also ist er definitiv angreifbar. Aber da sind wir 20 Life drauf, ne? Ja, sieht wild aus. Da war das gerade beim. Eine Lieferung ist schneller. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Mit dem Drohnenhub hier was reißen können. Das Ding ist ein bisschen im Weg. Ja,
Heilemitter und Umformer. Da muss ich mal nachher lesen, was genau die Dinger machen. Ja, klasse, das Ding ist weggerissen worden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, dann brauche ich doch hier noch einen Drohnenhub. Hier auch und dann schauen wir mal, was wir da gewuppt kriegen, ne? So. Rein theoretisch können wir unendlich Drohnen damit produzieren. Und wenn wir den haben, machen wir erstmal hier noch ein bisschen was. Würde ich sagen. Ja. Okay. Machen wir jetzt erstmal, ne? Alles, was da ist, kriegt das. Ja gut, das Ding ist weggerotzt worden, par excellence. Okay, kostet 40, kostet 40, kostet 40. Ich hole jetzt so viele Drohnen raus, wie es geht, bis der Boss da ist. Weil der, glaube ich, eh fast ins Bild reinstapft gleich. Ich hoffe, der haut uns nicht sofort eine Drohnenstation weg. Ganz einfach, weil ich dann auch glaube, dass die Drohnen verschwinden werden. Logischerweise irgendwo, ne? Alter, die Drohnen! Das Ding ist halt tot. Einmal aufgeladen und dann, ja, die müssen aber alle nacheinander aufladen, ne? Ja, reicht, ne? Autsch. Das arme Ding. Den Materiengenerator. Nee, ich nehme lieber eine Laserkanone mit.